Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge, die zwei Viertel nach drei. Minas ist dabei, Seven Days to Die, alles ist Brei. Wieso reimt sich nur Brei auf dieses Ei-Ding? Eier, vielleicht noch. Also. Gibt es noch was anderes, was sich reimt dazu? Und zwar? Einerlei. Einerlei. Polymanzai. Polymanzai? Ich habe übrigens einen Mantel für dich. Und ich habe, bis dunkel schon. Ja, das ist ein Mantel schon für mich. Ja, hier, wo ist er? Nicht Scrap. Du bist ein Höher. Ich habe einen Mantel gefunden in der alten Waschmaschine. Wo bist du denn hin? Bist du über mir? Ich bin immer noch stehen geblieben. Dann komm mal hoch. Okay. Wir haben jetzt zwar schon 20.32 Uhr, aber unsere Heimat ist sozusagen direkt gegenüber. Im Übrigen sind hier die Türen aufzuschlagen, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Wände sind aus Holz und die gehen mit 2-3 Stellen kaputt. Nur so als. Was stimmt mit dir nicht? Weirdes Lachen, Alter. Du hast hier unten hast du nichts. Aber du bist auch krank, muss man dazu sagen, ne? Also, ja, das stimmt. Diesmal nicht nur kopfmäßig, sondern auch gesundheitlich. Es ist immer noch krank, du. Es ist ein ganz komischer Januar. Ich versag dir das. Was ist denn hier los? Oben? Hast du die Küche schon? Nee, die Küche hast du noch nicht. Ja, ich bin hier im ersten Stock schon, habe ich schon einige Räume fertig gemacht. Aber die Küche nicht. Nein, wir haben ja auch 20.44 Uhr. Also zwischen dieser Aufnahme hast du ja. Ja, du hast ein bisschen Arbeit. Geschäfte gemacht. Auch mal gut. Deals, ne? Partnership Deals. Und so weiter. Kaufen. Cooking Pot. Rap. Die Axt im Wald. Ich finde, das Hotel lohnt sich überhaupt nicht hier. Irgendwie nicht. Der Loot ist mehr so mäßig. Hier tritt jemand durch, da unten ist Mutti. Hier ist eine Dicke. Eine Beleibte. Mutti. Sag einfach Mutti. Mutti. Ja, das impliziert, dass Muttis immer dick sind oder was? Ja. Das ist auch nicht korrekt. Allerliebst natürlich nur ausgedrückt. Okay. Und draußen kommt noch jemand rein. Nee. Hier ist noch eine Mutti. Jetzt 21 Uhr bereits. Ja, wir müssen jetzt rüber. Hey, Mutti. Ah. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Warte mal kurz, Mutti. Ja. Wo ist sie denn da? Wo ist sie denn da? Komm zu dir runter. Warte mal, ich komme mal zu dir runter. Ist nett. So, hier ist der Mantel. Hier. Iron, hier. Normale Ammo. Ein Mantel. Was ist denn hier los? Ist das eine Horde oder was? Wo kommen die denn auf einmal her? Auf jeden Fall sollten wir da schnell mit denen umgehen. Ja. Oder hatte ich heute so eine Quest, da waren von den 3 Stück von denen hier. Und die sind ja auch die hier, die dicken da. Also die großen, die geben mir auch irgendwie 880 Punkte. Ja, hier sind Hazmats. Guck mal, 2 Stück vor der Tür. Kriegen wir die noch hin? 21 Uhr? Klar. Wo machen die Hazmats denn hier? Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, es war eine kleine Wanderhorde. Der ist down. Der ist down, oh. Bist du doch, oder? Ja. Zack. Wäre lustig, wenn er jetzt nochmal zurückschlagen würde. Hier ist noch einer, so ein Dicker. Ja. Warum gehe ich eigentlich immer in die Hocke, ich Profi? Jetzt alles Mögliche an. Oh, da hinten ist noch. Nee, das ist nur eine Lampe. So, 21:37 sollten, oder? Ja. Ich habe ihn da jetzt nur gesehen. Deswegen. Da ist ja noch einer. Ja gut, am Ende sind hier noch ganz viele, aber. Aha. Hinter uns. Bitte. Ja. Fahr dabei. Danke. Level 22. Carter will wieder zu mir während der Aufnahme. Das ist anscheinend hier schon so ein. Ja, dann rüber, komm. Ja. Lass die Zombies sein, 21:48. Sieht schön aus, die Bank, wenn sie so abends beleuchtet ist. Muss man schon sagen. Oder? Absolut korrekt. Whatever you say. Nicht schon. Eine Bank an Abend. Ist, ist gut. Scheiße, labern 2000. Dann verarscht ihr noch ein draußen. Glück habe ich noch. Ein Glück habe ich dir noch genommen.
So, schaff's noch rein. Will jemand schnaufen, das ist bestimmt ein Zombie. Hörst du mich? Ja. Leichtes klingt nach leichtem Asthma. Ronald McDonald ist auch da. Guten Tag. Hallo, my friend. Ich war ein bisschen überladen da, ja? So, eine Kappe. Hier ist kein Platz mehr in diesem Laden. Wir müssen mal irgendwie für alles jetzt mal eine Kiste machen, würde ich sagen, oder? Ach, das wäre doch professionell. Das ist ja auch eine Storage-Box-Geschichte. Haben wir irgendwo Nägel liegen? Das Wichtigste, ich habe zwei Bier gefunden. Sorry. Storage. Storage Box. Mach ich mal 4. Wir bleiben ja eh hier. Also, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, die Zombies bekämpfen haben was eingebaut. Und da habe ich schon so ein paar Prototypen gesehen, die mir ganz gut gefallen haben. Ah. Musst du mir mal zeigen. Ja, gut, okay, dann gehen wir das so einfach. So eine Plattform geht so oben. Also wie unseres. Wir müssen nur Aufgänge machen, wo die Zombies halt praktisch hochrennen können. Oder wir? Ja, du musst. Nee, nicht erzählen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen in 7 Days. Bist unkreativ, Freund. Und wir müssen. Ich muss jetzt hier aber mal ein paar Kisten machen, sonst krieg ich hier. Übrigens, hier in der Kiste ist auch ein Wollpulli, gell? Hast du so ein Ding an? Du hast nur eine Rüstung mit mir an. Zieh dir doch mal hier den Wollpulli aus der Kiste an. So. Ich hätte nicht an den Rand gestellt, wenn hier Spuren. Nee, egal, wir bleiben hier. Hier ist kein Rand. Nö. Hier ist kein Rand. Ich hätte Mette. Ich hätte ja das Dach gestellt hier. Ich lasse sie lockt. Kannst du nicht abbauen? Halt mal eh. Also nicht abbauen, also aufnehmen, meine ich. Nee. Komisch. Ist der noch aktiv? Ja, du hast noch aktiv, der Landclaimbock. Hier in der Kiste ist ein Pulli. Zieh doch mal einen Pulli an. Du hast doch von so. Du hast mir gerade erst was gegeben hier, Leder. Duster. Ja, ein Ledermantel. Aber hier in der Kiste ist noch ein Pulli. Du hast auch eine Blendfiberhose an. Welche? Willst du jetzt an mir rum? Nö. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Okay. Ja gut, ein bisschen. Naja. Sehr gut. Und ich dachte schon. Zum Glück haben wir ja nicht viele Ranches. Nee, da sind wir noch ein bisschen low. Low in Ranch. Mit. Was denn? Ja, ich überlege, was wir machen. Ob wir jetzt einfach nochmal irgendwie 10-mal Fleisch einkochen, aber das hat nicht viel gebracht, ne? Müssen wir in der Wüste wirklich mal ein paar Eier holen. Wir brauchen Eier. So haben wir. Von. Egal. Was haben wir? Nicht? Ich frage mich. Electric Wire Relay? 13 Stück? Wahrscheinlich aus dem Airdrop, ne? Könnte sein. Sie willst jetzt hier so stehen lassen, die Kisten. Die werde ich jetzt da stehen lassen, dann mache ich dahinter, mache ich dann von mir aus, machen wir nochmal hier. Ich habe Rebar Frames und Heuballen. Wird ja gehen. Richtig? Jo. Deine Antwort ist auch eine Antwort. Danke nochmal. Wieso kann ich nicht reparieren? Was wir da haben? Forge Steel. Ah, da müssen wir die Bergbrenner. Okay, alles klar. Wieso habe ich eine 188 Stone Arrows auf einmal wieder? Weil ich dir die gedroppt habe. Du wolltest Pfeile haben? Ich wollte doch deinen Müll, will ich doch gar nicht haben. Was soll denn das? Was? Bin schon verstanden. In so einem Wetter. Hast du schon mal überlegt, dass du zu Recht krank bist? Nur so. Nee, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Könnte aber sein, ja? Du hast recht. Es tut mir leid. So, das sieht doch gut aus. Da jetzt mal inventarmäßig. Ich schlag's mir mal darüber. Ich mag die Nacht nicht. Warum? Ja, weil du nichts machen kannst in der Zeit. Oder nur wenig, je nachdem. Du kannst nichts machen, das stimmt. Ich gehe jetzt darüber. Was ist denn mit dir mit dem Moped aus? Ey, was folgst du mir jetzt hier, hallo? Hallo? So. Dunkles Hotel mitten in der Nacht. Eben. Wer weiß, was da passiert, ein einsamer Wanderer, der an die Forge geht. Wer weiß es schon? Wer weiß es schon. Wer kann denn sagen? Wie sieht's denn aus? Oh, ich habe 5 Punkte, ich habe überhaupt nicht geskillt. Krass. Wie sieht's denn aus? Es sieht aus, als wenn, sag ich jetzt mal, wir können Backshot machen. Kann ich überhaupt? Wir brauchen. Da ist der Punkt. Wir brauchen eine Workbench.
Ich habe jetzt Boom Headshot gelernt. Workbench. Like. Ich habe mich jetzt zum Killer ausgebildet. Mit Bogenschützen-Killer. Shotgun. Wahrscheinlich werde ich jetzt angeschrien. Verteil doch die Punkte, damit du Jack unterstützen kannst. Braucht man nicht. Jack ist Profi. Ich würde gerne auf Waffen umsteigen. Richtig dicke Waffen. Oh, Clay haben wir aber auch ordentlich hier drin, ne? Hallo? Ja, Waffen. Okay. Advanced Engineering. Craft a Workbench. Also ich habe mich jetzt hochgeskillt in Boom Headshot 20. und so Kram, dass ich halt ein bisschen Schaden mache. Ja. Was? Moment. Mit der dritten Stufe vom Boom Headshot increase the range weapon headshot damage bei 60%, also nochmal 20% mehr und 5%, dass der Kopf explodiert. Das ist ja super. Boom Headshot war das erste hier, ne? Okay, wahrscheinlich jetzt wieder nicht monetarisierungsfähig, das Video, aber das ist nicht so. Wissen, ey, wie verstehen wir mit dir heute nicht? Wieso? Der irre Priester. Ist eine Ranged Weapon? Ist eine Shotgun auch eine Ranged? Ja, würde ich sagen, oder? Oder ist, gilt das als Pistole? Ranged? Das ist ja, Ranged. Gut, also jetzt in so einem wirklichen Leben würde ich sagen, Shotgun ist keine Ranged Weapon. Das ist ja Close Combat, ja. Aber... Wahrscheinlich. Also ich würde jetzt, wir brauchen Level 25. Ich bin jetzt geworden Level 22. Also ein bisschen... Also wir brauchen Level 25. Welche Level bist du jetzt? Level 25, ich bin 20. Ich bin Level 22. Ja, du hast ja auch gecheatet. Und ich bräuchte, aber was ist denn eigentlich hier mit einem I? Wie, was mit dem I? Ich wollte nur, oh, Enemy Kills, guck dir das an. Nicht schlecht. Ja, weil du immer vor der Folge die Gruppe auflöst. Nein, Moment. Achso, du meinst, die zählen denn doppelt? Nee, du hast doch also mal eine ganze Zeit lang, du hast doch mal nach einer Folge hast du eine längere Zeit noch gequestet und so weiter. Es gibt ja alles Punkte. Hab ich nicht. Doch, du hast doch Eisen eingeschmolzen etc. Ja, das gequestet, hast du gesagt. Hey, Entschuldigung, dann halt nicht gequestet, aber auf jeden Fall Dinge getan. Ja. Und das gibt ja auch Punkte. Ja. Übrigens, ein Anvil kostet dich 1000 Eisen. Na, das ist ja gut, dass wir... Ja, einen gefunden haben. Wir haben übrigens noch einen. Also. Warte mal, so, ich schmelze jetzt Fleisch durch. Ja, das ist mir zu doof. Verdammt. Okay, ich spare das jetzt. Schade, ich dachte, ein Workbench wäre jetzt nicht die Nummer. Ach, shit. Okay, da hat keine Workbench. Ich brauche was wegen Stamina. Increase your max Stamina. Cardio. Increase. Increase Stamina Regen. Das ist auf jeden Fall gut. Parkour, nee, Ninja Movement, nee, Sneak Attacks, deal extra 50% Damage. Ja, da gibt's so ein Ding, wenn ich praktisch an die Zombies anschleiße und dann, also wieder Schuss aus der Hüfte mit dem Bogen, weißt du? Ja, das ist doch. Hier sind Kreischerin. Sag Bescheid, wenn sie. Ist die Leiter hoch. Die ist die Leiter hoch. Was soll denn das? Okay. Wird nicht geschrien. Warum wird die hier so angelockt? Liegt das an einem Campfire oben drauf? Oder ist es keine gute Idee, die Forge so nah an der Hauptbasis zu haben? Aber die müsste doch dann drüben eher auftauchen. Immer noch mal Aim in Perception. Genau, so machen wir das. Ja, also das gekochte Fleisch bringt echt nicht viel. Das bringt vielleicht 7 oder 8 Punkte. Das bringt ja dann keine Punkte. Was brauchen wir? Cooking Grill brauchen wir nicht, Backshot auch nicht. Ja, man könnte eventuell noch mal, oder? Wir haben ja hier einen Grill drin. Also man könnte gucken, was das... Ich vergleiche das kurz mal. Ich nehme mal kurz das Fleisch raus. Achso, ich brauche ein bisschen Wasser, damit ich es vergleichen kann. Also, die Werte stehen nicht da drauf. Okay, ich grill nur ein Meat. Mal gucken, wie sich das unterscheidet, die beiden. Breche auch mal die anderen hier ab.
bin ich echt gespannt, wie sich das unterscheidet von den Werten. Komm, noch 7 Sekunden. Mal gucken. Sieht auch leckerer aus. Also ich finde ja, weißt du, Fleisch ausgekocht, jetzt so, würde ich jetzt sagen, so ja. Gegrillt. Wieso sieht man das nicht? Muss man auf das Buch gehen oder was? Doch hier, da. Ich habe die falsche Seite gehabt. Nee, müssen das wir Gegrillte Eisen bringt haben. Weniger. Das Ding zum Beispiel, das Boiled Meat, das bringt Health, also der Unterschied ist, Stamina bringt das gleiche, auch 10. Aber der Vorteil von dem Gekochten ist noch, dass es noch Health bringt. Also wenn du mal irgendwie verletzt bist, weißt du? Das bringt das Grilled halt überhaupt nicht. Okay, dann. Aber wenn sie jetzt, sag mal, hungermäßig gleich sind, dann ist doch... Ja, das ist egal. Dann koche ich es mit Wasser, weil Wasser haben wir genügend. Und können wir auch immer wiederholen im Pool und wieder einkochen, weißt du? Also das ist... Ah, wie schön. Es geht schon weiter. Geht schon weiter, das ist also nice. Ich würde mal... Oder machen wir The Rally Point jetzt. Lass uns die Quest machen, hätte ich gesagt, oder? Genau. Und wir müssen aber zwischendurch vielleicht ein bisschen Eisen farmen. Wieso schlägst du das kaputt und nimmst nicht die Ranch und baust ab? Da kriegst du doch viel mehr. Bist du sicher? Schraubt der nicht? Nee, wenn du so schlägst, macht das nicht. Der schraubt nicht, dann geht's nicht. Entschuldigung, dann bist du wirklich nur bei den... Ja, quatsch mir voll. Ja, ruhig. Und Rally Point, oder? 2,2 Kilometer. Ja, zieh das kurz durch und dann... Jo. Und Essen, Trinken vielleicht nochmal mit mir vorher, bevor wir jetzt hier... Ach Quatsch, das ist das Abenteuer viel größer, unvorbereitet. Nee. Ja, ich kann, Digi, ohne Essen hier losgehen. Und wie viel hast du denn jetzt dein Dings? 94. Ist doch super. Ja, so bin ich letztes Mal auch losgefahren und dann Pumps, Peng, Puff, Kabauts, alles im Arsch. Kannst du eigentlich dein Fahrrad reparieren? Weil ich habe das ja nicht gelernt. Weil ich habe nur noch 69. First Aid Kit. Ja, komm. Ist nur in der Dings oder was? I hate you. Aloe-Creme müssen wir uns besorgen, mein Freund. Mama. Komm, ab auf den Drahtesel, ab in die Wüste. Achso, hast du das Forge Iron bei? Ich habe Forge Iron dabei, 12 Stück, ja. Ja, dann gib mal, dann gleich mal, habe ich ja. Wegen dem Fahrrad, mal gucken. Ja. Ich warte hier. Wo ist hier? Auf der Straße nach Süden. Nach Osten. Rückwärts fährt sich das Fahrrad nicht so gut. Vorwärts gegen den Baum. Auch nicht so gut. Wo ist Minias da? Ring, ring. Ja, aber jetzt reparieren, meinst du, das bringt was? Also wir können mal gucken, was, ob 69% jetzt wirklich... Hier, ich drop dir mal ein Forged Iron. Achso, ich kann es ja nicht aufnehmen. Da. Achso, dann nehme ich es auf, Moment. Hier, Q, oder? Nee, wie war denn das? Droppen? Weiß nicht mehr. Hier. Ich lasse es fallen. Guck mal, ganz kompakt das Fahrrad, im kleinen Beutelchen verpackt für dich. Schon wieder. Das ist eine Grische, ne? Ja. Siehst du sie? Ja, die ist hinter dem Baum, Südost. Ach, da. Okay. Nice. Und? Wo kommen sie? Hast du reparieren können? Ich war jetzt abgelenkt kurz. Ich sehe in Richtung Südwesten. Ja, ist egal, komm, lass die. Die ist egal. Nice. Konntest du es reparieren? Oder hat's. Nee. Wie viel Forge Iron hat es denn gekostet? Nee, ich konnte es nicht reparieren. Ich stelle es einmal jetzt hier mal hin, gehe nimm mal das andere, nimm mal. Und ich probiere es nochmal so. Ja. Repair. Und? Geht nicht. Geht nicht, Repair. Ja, gib mir mal mehr als einen vielleicht. Ja, warte, hier. Nee, es muss... Oh, noch Schreine. Wieder? Sag mal... Ja. Die Krischen ist down, ne? Ja, 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 die gehen, sind relativ instabil. Kreischen können sie, aber... Ich glaube, ich weiß nicht, wer es war. Ich
behaupte jetzt mal, Johnsi hat mal geschrieben, Abonnent, Kommentaren zu den Gekrischenen. Hört sich immer an, wie wenn meine Nachbarin nach ihren Katzen schreit. Aber ich denke, es liegt an der Forge. Dass die Leute jetzt hier kommen, ja. Ja, nee, dass die Kreischeren kommen. Ja, das kommt. Und das Campfire wahrscheinlich. Aber wir brauchen schon die. Schon gut. Der ist so Downy. Gut. Robert dann, Downey ist der. Nein, du hast Fahrrad, ne? Ja. Let's go. Go. Achso, ja, dann fahren wir querfeld ein. 69, komischerweise. Ich habe jetzt ein bisschen auf Stamina geskillt, was die Sache gut aussehen lässt. Wart. Ja. Oh Gott. Bin da mal hängen geblieben. Ja. Dachte, ich krieg die Kurve noch hin. Oh, ein Wolf. Ich fahre mal schnell vorbei an dem Wolf. Auf dem größeren Umweg. Ich habe da keine gute Erfahrung mit Wolfs. Toulon Wolfs. 74. Hier ist eine Straße. Schnell auf die Straße. Ui. Alter, hallo. Du bist so viel schneller. Ich drück die ganze Zeit Shift, oder was meinst du? Ich habe eh mal abbrechen müssen schon. Hast du so viel in Sexual Tyrannosaurus hast du auf? Muss ich gleich mal gucken, Moment. Ich habe jemanden hinter mir. So, jetzt. Sexual habe ich 3. Ah. Okay. Wir haben bei 2, wenn überhaupt. Ich bin bei 2, ja. Ja, aber es geht schon runter, aber ne, ich muss ab und zu mal absetzen, aber es geht. Aber dann geht's auch recht schnell wieder hoch bei dir, ne? Ja, oder? Es gibt ja noch dieses Cardio. Genau. Wobei da als Kommentar kam, das würde gar nicht so viel bringen, weil du dann später im Moped fährst. Aber weiß ja, ich nicht. Also gut. Grundsätzlich finde ich es jetzt nicht schlecht, wenn du auch mal sprinten kannst, weißt du? Also Argument ist schon gut. Schlange. Ich überfahre die Schlange. Oh, ich wollte die Schlange überfahren, wenn man es bringt. Ich tue das jetzt. Achtung. Ja, mach. War nicht. Aber mein Glück. Hier ist ein Geier, der hat mich angegriffen. Fahr weiter. Tschüss. Oh, du Assi. Genau. Ja, genau. Was denn du? Ich wollte absteigen. Oh. Ich bin aber nicht so reaktionsstark. Das gibt's doch gar nicht. Also. 7 Days, Pumpims. Die bescheuerten Adler raus, echt. Jetzt wieder diese Bienen hätte ich gerne. Ja. Ist auch eine dumme Figur, so. Der Adler? Vom Verhalten her. Ist halt ein Zombie-Adler. Nee, ich meine jetzt so clunky, irgendwie so. Das fühlt sich halt nicht an wie ein echtes Tier. Die Hunde sind ja schon besser. Alter. Ach, guck mal hier. Hier sind wir gestartet. Hier liegen noch unsere Schlafsäcke. Ja, nice. Miep, miep. Ja, ich muss sagen, dass ich den, also ich finde die Verbesserungen, die jetzt in der, keine Ausdauer und ich friere. Die Verbesserungen, die jetzt in der Alpha 17 drin sind mit dem Skillen und so weiter, finde ich gut. Ne? Also ich finde, das macht Sinn. Wobei ich schon ganz gerne irgendwas hätte, was man, dass man lernt, dass man, wenn man was viel oder oft macht, weißt du? Also keine Ahnung, oft Bogen schießt, dass man dann Bogenschießen besser kann. Finde ich auch. Nicht, dass du 20 extra craftest und dann besser extra machen kannst. Das halte ich für Nonsens, meines Erachtens. Weil, also auch mal realistisch gesehen, wenn du eine Axt hinkriegst mit einem Steinchen dran, dann wird's ja nicht unbedingt besser, wenn du 20 mit Steinchen machst, weil da wird dir die Axt draus nicht besser, weißt du? Das willst du ja besser machen, den Stein besser reinsetzen oder. Ich fahre jetzt mal hier den Berg hoch. Ja. Also, aber was ich halt nicht gut finde, Landschaftsgenerator, guck dir allein diese Straße an, zum Heulen. Ich meine, wenn die Straße jetzt glatt wäre dazu, so schönes Hoch, hier, das ist natürlich echt, Ja. So ein Schwachsinn. Schwarz querfällt ein über dem Hügel. Soll mich nicht hauen, ich bin echt lieb. Ich tue auch nie wieder deinen Kumpels was. Ich hab einen Geier hinter mir. Meine ich auch, es ist.
Mäuse melken. Und schon wieder ist ja hier. Oh. Ja, dieses, allein das verbrannte Biom, das könnte für mich raus. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber dadurch, dass du das so unberechenbar hast. Oha. Was ist los? Soll ich anhalten? War eine Bombe, aber hat mir nichts getan. Ich zeig zwei Adler am Arsch. Wir können gleich mal abstiegen. Ja. Und schießen. Aber jetzt, du sagst wann? Ich bin ja hier, ich bin weit hinter dir. Okay, dann warte ich jetzt hier. Okay, dann komm ich ran. Hier ist ein Adler. Hier ist noch ein Dings. Hier noch ein Schatten. Eine Mine. Oh, noch eine Mine, let's go. Hast du sie entschärft? Ja. Sag mal. Okay. Noch was? Was? Wo? Nein, alles gut. Nee, Panik. Panik gut. In mir. Minen kann man natürlich nicht ausschließen. Hast du Tabletten mitgenommen? Ja, klar. Kenn mich. War nicht so schlecht. Ist immer ein Adler am Arsch. Beim Fahrrad sind die Reifen schon wieder krumm. Hast du den anderen gelootet, den Adler? Den habe ich ja, den habe ich auseinandergeschnitzelt, ja. Was denn das? Ja, guck dir das allein an. Sorry, aber was ist hier passiert? Da ist noch ein, Adler hinter dir, warte. Ja, ja, ich gemerkt gerade. Auf mich zu. Na, Mist. Okay. Okay. Guck mal hier, wie, was mit der Straße passiert ist. So zwei Straßen parallel, ey. Ist da sowas von kaputt? Naja. Schönes Haus aber, ne? Ja, ja, ich muss sagen, dass man, das hatte ich heute auch in der Aufnahme erzählt, dass ich habe am Community-Server ein bisschen gespielt und du findest halt so Poise, die kennst du halt gar nicht oder ich kenne sie halt nicht. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass man halt, wenn ich Neviscan spiele, so viele Neuerungen gar nicht. Ach, die sind noch gar nicht, die sind gar nicht impliziert. Ja, da sind natürlich schon neue Sachen dabei, aber es sind halt grundlegend, sind es halt. Mine. Wir haben noch einen Hund und du hast einen Adler am Arsch. Ja. Ihr habt noch einen zweiten gleich. Oh, ich blute. Was, wo ist ein Hund? Scheißegal, der Adler. Ja. Nice. Hund ist Richtung Südost. Ist aber jetzt nicht am Rennen, ne? Nee. Dann moderier mal schnell ab. Aber weit weg war er jetzt auch nicht. Hm. Ne, hier. Wir sehen von hier. Mein Fahrrad dreht durch. Motorrad ab, mir fliegen die Reifen weg. Ich schieß da jetzt auf den, ja? Okay, zum Ende der Folge noch ein Tod. Ich hab ihn getroffen. Nee. Double Damage. Double Damage. Okay. Nice. So, jetzt moderier ab. Okay, meine Damen und Herren, wie es wird, sehen Sie in der nächsten Folge. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns auf jeden Fall, wie das läuft mit uns beiden. Küsschen aufs Küsschen. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.